Ja, sofort. Immer mit der Ruhe. Ich komme ja schon. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag, ist der Herr Professor zu Hause? Sie sind bestellt. Sie kommen noch zur Stunde, nicht wahr? Ja, zur Stunde. Ah, Sie werden schon erwartet. Setzen Sie sich einen Augenblick. Ich melde Sie beim Herrn Professor. Vielen Dank. Kommen Sie bitte. Ihre Schülerin ist da. Danke. Ich komme gleich. Nur einen Augenblick, bitte. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Sie, nicht wahr? Sie sind doch die neue Schülerin. Ja, Professor, guten Tag, Herr Professor. Sehen Sie nur, wie pünktlich ich bin. Ich wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Aber Sie hätten sich nicht so übereilen sollen. Es ist mir sehr peinlich, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Ich beendete gerade. Beendete. Sie verstehen? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass Sie entschuldigen doch. Aber ich bitte Sie, Herr Professor, keine Ursache, Herr Professor. Ja, verzeihen Sie bitte. Haben Sie Mühe gehabt, das Haus zu finden? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Und dann habe ich ja auch gefragt. Hier kennt sie ja jeder. Seit 30 Jahren wohne ich schon in der Stadt. Sie sind doch nicht lange hier. Wie gefällt es Ihnen denn? Es gefällt mir nicht schlecht. Es ist ja eine nette Stadt mit großen Anlagen, einem hübschen Park, einem Pensionat, einem Pfarrer, schönen Läden, schönen Straßen und Alleen. Das ist wahr. Trotzdem würde ich auch gerne woanders leben. In Paris zum Beispiel. Oder in Bordeaux. Mögen Sie Bordeaux? Ich weiß nicht, ich war noch nie dort. Aber Sie kennen doch Paris. Nein, auch nicht. Aber würden Sie die Liebenswürdigkeit haben und mir sagen, bitte, Paris ist die Hauptstadt von, sagen Sie bitte, von? Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Ja, gnädiges Fräulein, bravo, bravo, sehr gut, ganz ausgezeichnet. Sie kennen aber die Geografie unseres Landes wirklich aus dem FF. Sie kennen die Hauptstädte. Ach nein, Herr Professor, ich kenne Sie noch nicht alle. Das ist gar nicht so leicht. Es fällt mir verdammt schwer, Sie zu behalten. Ach, das kommt schon, das kommt. Nur Mut, gnädiges Fräulein. Nein, Verzeihung, Geduld. Nur langsam, langsam, Sie werden schon sehen. Das kommt. Heute ist schönes Wetter. Ach nein, eigentlich kein schönes. Oder doch? Schließlich ist es ja nicht so schlecht. Das ist die Hauptsache. Naja, es regnet nicht, es schneit nicht. Das wäre ja auch komisch mitten im Sommer. Verzeihen Sie, das wollte ich Ihnen gerade sagen. Sie lernen daraus, dass man auf alles im Leben gefasst sein muss. Ja, gewiss, Herr Professor. Wir dürfen uns auf dieser Welt niemals zu sicher fühlen. Der Schnee fällt im Winter. Der Winter ist eine der vier Jahreszeiten. Die drei anderen sind der Früh. Ja. Ling und dann der Sommer und dann der. Es fängt an wie Herbasium, gnädiges Fräulein. Ach ja, der Herbst. Ja, gut, sehen Sie, das war eine gute, eine tadellose Antwort. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie eine gute Schülerin sein werden. Sie machen bereits Fortschritte. Sie sind intelligent, haben ein gutes Gedächtnis und scheinen mir recht gebildet. Ich habe doch die Jahreszeiten gut behalten, nicht wahr, Herr Professor? Das kann man schon sagen, das heißt fast. Aber das kommt schon, auf jeden Fall bin ich zufrieden. Sie werden sie nach und nach wie im Schlaf können, Ihre Jahreszeiten, genauso wie ich. Ach, das wäre aber fein, Herr Professor. Ich habe solche Lust, etwas zu lernen. Auch meine Eltern möchten so gerne, dass ich meine Kenntnisse vertiefe. Sie wollen, dass ich mich spezialisiere. Sie meinen, Allgemeinbildung, auch wenn sie noch so gut ist, genügt heutzutage nicht mehr. Da haben Ihre Eltern, gnädiges Fräulein, völlig recht. Sie müssen die verschiedenartigsten Gebiete eifrigst studieren. Entschuldigen Sie bitte vielmals, dass ich Sie darauf hinweise, aber es ist unbedingt notwendig. Das moderne Leben ist sehr komplex. Und so kompliziert. Meine Eltern sind ziemlich wohlhabend. So kann ich gut Und studieren. das bald. Sobald das möglich, sobald der Herbst anfängt, in 3 Wochen. Und bis dahin möchte ich Sie bitten, Herr Professor, alles mit mir nachzuholen. Verzeihen Sie,
die unbescheidene Frage. Sie haben Ihr Abitur gemacht? Ja, natürlich, Herr Professor. Ich habe meine mittlere Reife und mein Abitur. Sie haben wirklich Großartiges geleistet. Viel zu viel für Ihr Alter. Und welche Fakultät wollen Sie wählen? Die Naturwissenschaften oder die Philosophie? Meine Eltern möchten gern... Sie möchten gern, dass ich alle Fakultäten auf einmal studiere. Alle Fakultäten auf einmal? Sie haben aber viel Mut. Da gratuliere ich Ihnen aufrichtig. Wir werden uns alle Mühe geben. Sie sind ja schon fortgeschritten und dabei noch so jung. Ach, Herr Professor. Verzeihen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich glaube, wir machen uns so langsam an die Arbeit. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ganz im Gegenteil, Herr Professor, das ist mir nur recht. Ich bitte Sie sogar darum. Dürfte ich Sie also bitten, sich bitte dorthin zu setzen? Nein, da bitte. Würden Sie die Güte haben, nur wenn es Ihnen nicht peinlich ist, selbstverständlich, sich mir gegenüber zu setzen? Aber natürlich, Herr Professor, sehr gern. Danke sehr, gnädiges Fräulein. Haben Sie Ihre Bücher und Ihre Hefte mitgebracht? Ja, natürlich, Herr Professor. Ich habe alles, was nötig ist, bei mir. Ausgezeichnet. Gnädiges Fräulein, ganz ausgezeichnet. Wir könnten also, nur wenn es Sie nicht langweilt, selbstverständlich, anfangen? Ja, gern, Herr Professor. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Herr Professor. Ganz zu meiner Verfügung. Ach, gnädiges Fräulein, ganz im Gegenteil. Ich bin es, der ganz zu Ihrer Verfügung steht. Ich bin Ihr ergebenster Diener. Aber nein, Herr Professor. Wenn Sie so gut sein wollen, dann fangen wir an. Ich beginne damit, Sie im Allgemeinen über Ihre bisherigen Kenntnisse und Ihre jetzigen abzufragen, damit ich den zukünftigen Weg herausschälen kann. Gut. Was ist Ihre Vorstellung von der Vielheit? Sie ist sehr, sehr vage. Konfus. Na gut, wir werden sehen. Also, mein liebes, gnädiges Fräulein, wollen Sie, dass wir ein bisschen Arithmetik treiben, oder? Aber natürlich, Herr Professor. Ach ja, bitte. Die Arithmetik ist eine ziemlich neue Wissenschaft. Eine moderne Wissenschaft. Wissenschaft sozusagen, vielmehr. Es ist eher eine Methode als eine Wissenschaft. Es ist auch eine Therapie. Marie, sind Sie bald fertig? Ja, Herr Professor. Ich habe den Teller gefunden. Ach. Ich gehe ja schon. Los, los, gehen Sie in die Küche. Ja, Herr Professor. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Aber passen Sie auf. Ich rate Ihnen, ruhig zu bleiben. Ach. Sie sind einfach lächerlich, Marie. Was soll denn das heißen? Lassen Sie das meine Sorge sein. Aber das heißt es immer. Ich verbiete Ihnen jegliche Einmischung. Ich weiß selber, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ich bin alt genug dazu. Gerade deshalb, Herr Professor. Sie täten besser daran, nicht mit Arithmetik anzufangen. Mit dem Fräulein. Arithmetik macht immer nervös und müde. Nicht mehr in meinem Alter. Und dann, was geht Sie denn das alles an? Das ist meine Angelegenheit und ich kenne mich darin aus. Sie haben hier nichts zu suchen. Meinetwegen, Herr Professor. Aber sagen Sie nur nicht nachher, ich hätte Sie nicht gewarnt. Marie, zum letzten Mal, ich verzichte auf Ihre Ratschläge. Ganz wie Sie wollen, Herr Professor. Ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, vielmals um Verzeihung für diese blödsinnige Unterbrechung. Tragen Sie es dem Mädchen nicht nach, sie ist um meine Gesundheit bemüht. Sie brauchen sich doch deshalb nicht zu entschuldigen, Herr Professor. Das ist doch nur ein Beweis für Ihre Anhänglichkeit. Sie mag sie gern. Gute Dienstboten sind selten genug heute. Sie übertreibt, diese ständige Angst ist blödsinnig. Kehren wir also mit raschen Schritten zu unserer Arithmetik zurück. Ja, ich folge Ihnen. Wenn Sie auch sitzen bleiben. Sie, Herr Professor. Na schön. Arithmetisieren wir ein bisschen. Ja, gern, Herr Professor. Wenn es Sie nicht zu sehr langweilt, mir zu sagen... Aber nein, Herr Professor, legen Sie nur los. Wie viel ist 1 und 1? 1 und 1 ist 2. Aber das ist ja ausgezeichnet. Sie scheinen mir auf diesem Gebiet sehr weit fortgeschritten. Also Sie können bestimmt und ohne Schwierigkeit alle Fakultäten auf einmal studieren. Da bin ich aber glücklich. Besonders, weil Sie es sagen. Wir wollen weiter vordringen. Wie viel ist 2 und 1? 3.
3 und 1, 4, 4 und 1, 5, 5 und 1, 6, 6 und 1, 7, 7 und 1, 8, 7 und 1, 8, 8. Eine gute Antwort. 7 und 1, 8, 8, 8. Vollendet, großartig. 7 und 1, 8, 8, 8, 8. Manchmal auch 9. Großartig. Es ist großartig, hervorragend. Also ich gratuliere Ihnen herzlich, gnädiges Fräulein. Wir brauchen nicht weiter fortzufahren. Sie sind Meisterin im Addieren. Streifen wir noch kurz die Subtraktion. Haben Sie sich auch nicht zu sehr angestrengt? Hm. Dann sagen Sie mir bitte, wie viel ist 4 weniger 3? 4 weniger 3. 4 weniger 3? Ja, ich will damit sagen, ziehen Sie 3 von 4 ab. Das macht 7. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber dieses Mal muss ich Ihnen leider widersprechen. 4 weniger 3 ist nicht 7. Wir sind nicht mehr bei der Addition. Wir sind jetzt bei der Subtraktion. Ja, ja. Ja, 4 weniger 3 sind... Wie viel? Wie viel? 4. Aber nein, verehrtes Fräulein, nicht 4. Dann eben 3. Auch nicht. Entschuldigen Sie vielmals, aber wirklich, das macht nicht so viel. Ich bitte um Verzeihung. 4 weniger 3, 4 weniger 3, 4 weniger 3. Das macht doch nicht 10. Aber natürlich nicht, wertes Fräulein. Sie dürfen nicht raten, Sie müssen nachdenken. Versuchen wir mal zusammen, der Sache auf den Grund zu gehen. Wollen Sie bitte zählen? Ja, Herr Professor. 1, 2... Beherrschen Sie das Zählen. Bis zu welcher Zahl können Sie denn zählen? Ich kann zählen bis ins Unendliche. Das ist nicht möglich, mein sehr verehrtes, gnädiges Fräulein. Dann sagen wir bis 16. Na ja, man muss seine Grenzen kennen. Fangen Sie also bitte an zu zählen. Ich bitte Sie darum. 1, 2... Und dann nach 2 kommt... 3, Danke, 4. Das genügt. Welche Zahl ist größer, 3 oder 4? Oh je. 3 oder 4... Welches die größte ist? 3 oder 4? In welchem sind die größte? Es gibt kleinere Zahlen und größere. In den größeren sind mehr Einheiten enthalten als in den kleinen. Also in den kleinen? Es sei denn, dass die kleinen Zahlen noch kleinere Einheiten haben. Wenn sie ganz klein sind, kann es vorkommen, dass mehr Einheiten in den kleinen Zahlen als in den großen sind, wenn es sich um andere Einheiten handelt. In diesem Falle können die kleinen Zahlen größer sein als die großen. Lassen wir das, das führt zu weit. Behalten Sie wenigstens das Folgende. Es gibt nicht nur Zahlen, es gibt auch Größen, Summen, Gruppen. Es gibt eine Menge, Menge Dinge wie Birnen, Eisenbahnwaggons, Gänse, Apfelkerne und so weiter und so weiter. Nehmen wir einmal an, nur um uns die Aufgabe zu erleichtern, wir besäßen nur gleichwertige Zahlen und die größten Zahlen wären immer Zahlen, die auch die meisten Einheiten hätten. Die Zahl, die die meisten hat, ist auch die größte. Ach, jetzt verstehe ich Sie, Herr Professor. Sie setzen Qualität und Quantität gleich. Ach, das ist doch viel zu theoretisch, gnädiges Fräulein, viel zu theoretisch. Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Bleiben wir doch bei unserem Beispiel und denken wir es doch ganz präzis durch. Also... Wir haben die Zahl 4 und wir haben die Zahl 3. Und jede dieser Zahlen umfasst genau die gleichen Einheiten. Welche Zahl ist die größte, die kleinste Zahl oder die größte? Verzeihen Sie, Herr Professor, was verstehen Sie unter der größten Zahl? Ist das die Zahl, die weniger klein ist als die andere? Genau das, gnädiges Fräulein. Sie haben ja ausgezeichnet verstanden. Also 4. Wie verhält es sich denn mit der 4? Ist sie größer oder kleiner als die 3? Kleiner, nein, nein, größer. Die Antwort ist ganz hervorragend. Wie viele Einheiten gibt es zwischen 3 und 4 oder, wenn Sie wollen, zwischen 4 und 3? Es gibt keinerlei Einheiten zwischen 3 und 4, Herr Professor. 4 kommt gleich nach 3. Es gibt überhaupt nichts zwischen 3 und 4. Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Das ist einzig und allein mein Fehler. Ich bin nicht präzis genug vorgegangen. Nein, nein, es war meine Schuld, Herr Professor. Wir wollen ein einfaches Beispiel zu Hilfe nehmen. Angenommen, Sie hätten 2 Nasen in Ihrem Gesicht. Sie hätten 2 Nasen und ich rupfte Ihnen eine aus. Wie viele Nasen blieben in Ihrem Gesicht zurück? Keine. Wieso keine? Ja, gerade weil Sie mir gar keine ausgerupft haben. Drum habe ich ja noch eine. Keine hätte ich mehr, wenn Sie sie mir ausgerupft hätten. Mein Beispiel war zu hoch. Nehmen wir mal an, Sie hätten nur ein einziges Ohr. Ja, und? Ich tue noch ein Ohr hinzu. Wie viele Ohren hätten Sie dann? 2. Ich tue noch ein weiteres Ohr hinzu. Wie viele haben Sie dann? 3. Ja, ich tue wieder eins fort und es bleiben wie viele Ohren zurück? 2. Gut, ich tue noch eins fort. Wie viele bleiben übrig? 2. Aber nein, Sie haben 2 Ohren. Ich nehme eins fort. Ich beiße eins ab. Wie viele haben Sie noch? 2. Ich beiße eins ab. 1. Und ich esse es. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nein!
Nein, das stimmt nicht. Das Beispiel ist vielleicht nicht überzeugend. Mhm. Hören Sie mir schön zu. Ja, Herr Professor. Sie haben... 10 Finger. Schön, bravo, Sie haben also 10 Finger. Ja, Herr Professor. Wie viel hätten Sie, wenn Sie nur 5 hätten? 10, Herr Professor. Aber nein. Doch, Herr Professor. Wenn ich Ihnen doch sage nein. Aber Sie sagten doch eben, dass ich 10 hätte. Ich habe Ihnen aber doch auch gleich hinterher gesagt, dass Sie 5 hätten. Aber ich habe doch nicht 5, ich habe ja 10. Ach, wir müssen anders vorgehen. Begnügen wir uns mit den Zahlen 1 bis 5 für die Subtraktion. Sie sollen gleich sehen, gnädiges Fräulein. An der Wandtafel. Ja, Herr Professor. Das sind Striche, mein verehrtes Fräulein. Stöcke. Hier ist ein Stock, das sind 2 Stöcke, das sind 3 Stöcke, dann 4 Stöcke, dann 5 Stöcke. 1 Stock, 2 Stöcke, 3 Stöcke, 4 Stöcke und 5 Stöcke. Das sind Zahlen. Wenn man die Stöcke zählt, so ist jeder Stock eine Einheit, gnädiges Fräulein, was habe ich eben gesagt? Eine Einheit, gnädiges Fräulein, was habe ich eben gesagt? Oder Ziffern oder Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, das sind die einzelnen Glieder einer Aufzählung. Ja, Herr Professor, Glieder und Ziffern, die Stöcke sind Einheiten und Zahlen. Alles auf einmal, das heißt schlechthin, die ganze Arithmetik selbst ist darin vorhanden. Ja, Herr Professor, gut, Herr Professor, danke, Herr Professor. Also zählen Sie bitte, wenn es Ihnen recht ist, und gebrauchen Sie dabei die einzelnen Glieder. Addieren und subtrahieren Sie bitte. Die Stöcke sind so viel wie Ziffern und die Zahlen Einheiten. Na, wenn man so will, und weiter? Man kann 2 Einheiten von 3 Einheiten abziehen. Ja. Aber kann man auch 2 Zweier von 3 Dreiern abziehen? Nein. Und 2 Ziffern von 4 Zahlen? Nein. Und 3 Zahlen von 1 Einheit? Nein, mein liebes Fräulein. Ja, warum denn nur, Herr Professor, wenn schon die einen wie die anderen sind? Es ist eben so, mein Fräulein. Dafür gibt es weiter keine Erklärung. Das erklärt sich durch einen gewissen inneren mathematischen Sinn. Den hat man oder man hat ihn eben nicht. Ja, dann eben nicht. Hören Sie doch auf mich. Wenn Sie es nicht dahin bringen, diese Prinzipien grundlegend zu begreifen, diese arithmetischen Archetypen, wird es Ihnen auch niemals gelingen, vollkommen gewissenhaft eine polytechnische Arbeit zustande zu bringen. Noch weniger könnten Sie jemals einen Lehrstuhl am Polytechnikum begleiten und ganz und gar nicht an einer höheren Bräuteschule. Ich sehe ein, dass das alles nicht sehr leicht ist. Es ist sehr, sehr abstrakt, das versteht sich. Aber wie wollen Sie denn jemals, ohne diese Grundelemente vollständig begriffen zu haben, Kopfrechnen üben? Wie viele gibt es zum Beispiel, und das ist doch das Wenigste, was ein mittlerer Ingenieur beherrschen muss, wie viele gibt es zum Beispiel, wenn Sie 3.755.998.251 mit 5.162.303.508 multiplizieren? Das macht 19 Quintillionen 390 Quadrillionen 2 Trillionen 844 Milliarden 219 Millionen 164.508. Nein, das glaube ich nicht. Das muss 19 Quintillionen ergeben, 390 Quadrillionen 2 Trillionen 844 Milliarden 219 Millionen 164.509. Nein, 508. Ja. Ja. Sie haben recht. Das Ergebnis ist wohl Quintillionen, Quadrillionen, Trillionen, Milliarden, Millionen. Aber wie in aller Welt wissen Sie denn das, wenn Sie noch nicht einmal die Grundregeln der arithmetischen Beweisführung können? Das ist doch ganz einfach. Ich kann mich nicht auf meinen eigenen Verstand verlassen. Da habe ich eben sämtliche Ergebnisse, die bei sämtlichen Multiplikationen nur irgendwie möglich sind, auswendig gelernt. Aber Sie gehen doch ins Unendliche. Ich habe es eben doch gekonnt. Das ist ein starkes Stück. Trotzdem gestatte ich mir, Ihnen sagen zu müssen, es genügt nicht, mein Fräulein. Und ich beglückwünsche Sie keineswegs. In der Mathematik, besonders in der Arithmetik, zählt lediglich, und bei der Arithmetik muss man ständig zählen, zählt lediglich, dass man begreift. Nein, ich bin nicht zufrieden. So geht das nicht. Das geht einfach nicht. Nein, Herr Professor. Lassen wir das besser zunächst beiseite und gehen zu anderem über. Ja, Herr Professor. Herr Professor. Ja, bedauerlich, dass Sie so schwach in sämtlichen Mathematikfächern sind. Herr Professor, Herr Professor. Ja, ich befürchte ernstlich, dass Sie Ihr Vorexamen für alle Fakultäten nicht bestehen werden. Ja, Herr Professor, das ist wirklich schade. Herr Professor. Es sei denn, dass Sie... Lassen Sie mich doch in Ruhe, Marie. Warum mischen Sie sich immer in meine Angelegenheiten hinein? Gehen Sie doch in die Küche zu Ihren Kochtöpfen. Na los, hopp!
Wir müssen eben versuchen, Sie wenigstens für die Doktorarbeit in einer einzigen Fakultät vorzubereiten. Herr Professor! Aber lassen Sie mich doch los! Was soll denn das heißen? Ich muss Sie also nur für eine Fakultät vorbereiten, wenn Sie absolut darauf bestehen, Ihren Doktor machen zu wollen, selbstverständlich. Ja, Herr Professor. In den Grundlagen der Sprachlehre und der vergleichenden Philologie. Nein, Herr Professor, nein, nur das nicht. Marie, übertreiben Sie doch nicht so. Herr Professor, bloß nicht in der Philologie. Da kommen Sie vom Regen in die Traufe. In die Traufe? Schöne Geschichte. Das ist allerhand, hinaus mit Ihnen! Schon gut, Herr Professor. Aber sagen Sie nur nicht hinterher, ich hätte Sie nicht gewarnt. Mit der Philologie kommen Sie immer in die Traufe. Ich bin schon volljährig, Marie. Ja, Herr Professor. Na, wie Sie wollen. Fahren wir fort, mein gnädiges Fräulein. Ja, Herr Professor. Ich möchte Sie bitten, mit größter Aufmerksamkeit meinen gründlich durchdachten Ausführungen zu folgen. Ja, Herr Professor. Dank derer Sie sich längstens in einer kleinen Viertelstunde das Grundfundament aneignen können, das Sie für die Grundlagen der Sprachlehre und der vergleichenden Philologie sämtlicher neospanischer Sprachen benötigen. Ach ja, Herr Professor, fein! Ruhe, was soll das heißen? Verzeihen Sie, Herr Professor. Ruhe! Nun also, mein Fräulein, das Spanisch ist die Muttersprache, aus der alle übrigen neospanischen Sprachen hervorgegangen sind, als da zutage treten, das Spanische, das Lateinische, das Italienische, unser Französisch, das Portugiesische, das Rumänische, das Sardische und das Sardanapalische, das Spanische und das Neospanische und auch in gewisser Hinsicht das Türkische, das allerdings dem Griechischen näher liegt, was völlig logisch ist, da ja die Türkei neben Griechenland liegt. Sie können sich ruhig ein paar Notizen machen, Fräulein. Ja, Professor. Was die neospanischen Sprachen unter sich selbst und wiederum von den Idiomen anderer Sprachgruppen unterscheidet, als da sind die Gruppen der österreichischen und neoösterreichischen oder habsburgischen Sprachen mit dem Deutschen, des Schweizerischen, wie ebenfalls die Sprachgruppen des Esperanto, des Helvetischen, Montenegrinischen, des Andorischen, Baskischen, Pelotischen, wie andererseits die Gruppen der diplomatischen und technischen Sprachen. Was sie untereinander unterscheidet, sage ich, ist ihre frappierende Ähnlichkeit. Ja, Herr Professor. Doch halten wir uns nicht bei Allgemeinheiten auf. Och, Herr Professor. Das scheint Sie zu interessieren. Umso besser. Oh ja, Herr Professor. Regen Sie sich nicht auf, Fräulein. Wir kommen später wieder darauf zurück. Es sei denn überhaupt nicht mehr, wer weiß. Ach ja, Herr Professor. Jede Sprache, mein Fräulein, behalten Sie es ein für alle Mal, bis zu Ihrer Todesstunde? Oh ja, Herr Professor, bis zu meiner Todesstunde. Ja, Herr Professor. Und das ist auch wieder ein Fundamentalsatz. Jede Sprache ist im Grunde nur eine Sprechsprache, was ja notwendigerweise mit sich bringt, dass sie sich aus Tönen zusammensetzt oder... Lauten? Das werde ich Ihnen schon selbst sagen. Unterbreiten Sie mir doch nicht Ihr elendes Wissen. Hören Sie gefälligst zu. Ja, Herr Professor, gerne, Herr Professor. Die Töne, mein Fräulein, müssen im Flug erhascht werden, damit sie nicht in taube Ohren fallen. Folglich ist es ratsam, wenn Sie sie richtig artikulieren wollen, dass Sie so hoch als möglich Ihren Hals recken, dass Sie das Kinn emporstrecken, dass Sie sich auf die Fußspitzen stellen, so, sehen Sie, so. Ja, Herr Professor. Schweigen Sie doch, bleiben Sie doch sitzen, unterbrechen Sie doch nicht immer. Sie müssen also die Töne sehr hoch schmettern und aus vollen Lungen und sie mit den Stimmbändern in Einklang bringen. Sehen Sie, so. Tirol. Heureka. Trafalgar. Vaiala vaga vogala vaia. Auf diese Weise steigen die Töne empor, die mit wärmerer Luft, als die Töne ringsum angefüllt sind, schweben sicher, schweben einher. Wenn sie mehrere Töne nacheinander beschleunigt im Tempo schmettern, werden sich automatisch die einen an die anderen ketten und so bilden sich dann Silben, Worte, vielleicht sogar Sätze, das heißt mehr oder weniger wichtige Klanggruppen, Reihen, irrationale Tonanhäufungen, die jedes Sinnes entbehren, aber gerade deshalb fähig sind, sich ohne Gefahr in den höchsten Höhen der Lüfte zu halten. Herunterfallen nur Worte, die mit Bedeutung geladen sind, durch einen Sinn beschwert, ihr Ende wird immer sein, dass sie absacken und verfaulen. In den Ohren der Tauben. Ja, natürlich. Aber unterbrechen Sie mich doch nicht. Und das im tollsten Durcheinander, oder Sie platzen wie Ballons. So also kommt es. Was haben Sie denn?
Ich habe Zahnweh, Herr Professor. Das ist doch von keinerlei Wichtigkeit. Wir werden doch nicht etwa wegen dieser Lappalie aufhören. Ja, Herr Professor. Weiter, immer weiter. Was nun die neospanischen Sprachen betrifft, so darf man wohl sagen, sie sind nahe miteinander verwandt. Eine steht neben der anderen. Man darf sie als echte Cousinen bezeichnen. Sie haben übrigens auch dieselbe Mutter. Das Spanische ist ihre Mutter, Spanisch mit SP. Darum ist es ja auch so schwierig, die eine von der anderen zu unterscheiden. Darum ist es auch so wichtig, sie gut auszusprechen, Fehler in der Aussprache zu vermeiden. Die Aussprache allein bedeutet schon die ganze Sprache. Eine schlechte Aussprache kann Ihnen übel mitspielen. Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit eine rein persönliche Erinnerung anvertrauen? Ich war noch ganz jung, fast noch ein Kind. Ich musste gerade meine Militärzeit abdienen. Da war bei mir im Regiment ein Kamerad, ein Graf. Der litt an einem ziemlich schweren Sprachfehler. Er konnte kein W aussprechen anstatt Wasser. Lass mich von dir trinken, sagte er. Wasser, lass mich von dir trinken. Er sagte Weib statt Weib, Wurst statt Wurst, Veni, Vidi, Vici statt Veni, Vidi, Vici, Wau, Wau statt Wau, Wau. Wumdata anstatt Wumdata. Er sagte Friedrich von Schiller und nicht, wie es korrekt gewesen wäre, Friedrich von Schiller. Schopenhauer anstatt Schopenhauer. Und so weiter. Anstatt und so weiter. Und so weiter. Anstatt und so weiter. Und so fort. Anstatt und so fort. Und so fort. Und so weiter. Er hatte aber das große Glück, viele Hüte zu besitzen. Damit verdeckte er seinen Fehler und man merkte es ihm nicht an. Ja, ich hab Zahnweh. Weiter, weiter, alle Worte dieser Sprachen lauten genau gleich wie alle Wortendungen, alle Vorsilben, Nachsilben, alle Wurzeln. In allen Sprachen bedeuten alle Worte immer dasselbe? Ich hab Zahnweh. Dasselbe, dasselbe. Übrigens, das ist eher ein Begriff als ein Wort. Ja, 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 Zahnweh. Weiter, weiter, sage ich. Wie sagen Sie zum Beispiel auf Deutsch, die Rosen meiner Großmutter sind ebenso gelb, wie mein Großvater der Mongole war? Es tut so weh am Zahn. Weiter, weiter, Sie haben es trotzdem zu sagen. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Au, au, sage ich, auf Deutsch. Die Rosen meiner Großmutter sind... ebenso gelb, wie mein Großvater der Mongole war. Ach so, ja, ich glaube, man sagt auf Deutsch, die Rosen von meiner... Wie sagt man auf Deutsch für Großmutter? Auf Deutsch Großmutter. Die Rosen meiner Großmutter sind ebenso gelb... Was heißt auf Deutsch gelb? Heißt es gelb? Ja, natürlich. Wie mein Großvater, wenn er böse... Nein, der Mann. Gole. Schon gut. Zahnweh. Zahnweh zum Teufel. Weiter, jetzt übersetzen Sie denselben Satz auf Spanisch und dann auf Neospanisch. Auf Spanisch heißt es, die Rosen meiner Großmutter sind ebenso gelb wie mein Großvater, der Mongole war. Nein, falsch. Und auf Neospanisch heißt es, die Rosen meiner Großmutter sind ebenso gelb wie mein Großvater, der Mongole war. Falsch, falsch, einfach falsch. Sie haben alles genau umgekehrt gesagt. Sie haben das Spanische für das Neospanische und das Neospanische für das Spanische genommen. Nein, nein, das ist gerade das Gegenteil. Zahnweh, Sie bringen auch alles durcheinander. Nein, Sie bringen alles durcheinander. Passen Sie gefälligst auf und machen Sie sich Notizen. Verzeihen Sie, Herr Professor, aber... ich habe so ein grässliches Zahnweh. Ich begreife keinen Unterschied mehr. Und es ist doch so einfach, so einfach. Ich werde versuchen, Ihnen dazu einen Schlüssel zu geben. Zahnweh. Das, was die Sprachen voneinander unterscheidet, sind nicht die Worte, die absolut dieselben sind, ist nicht die Struktur der Sätze, die eine völlig gleiche ist, noch die Betonung, die keinerlei Ungleichheit aufweist, noch der Rhythmus der Sprache, das... was sie voneinander unterscheidet, hören Sie zu! Zahnweh! Zuhören, Fräulein! Sie bringen es noch fertig, dass ich außer mir gerate! Und Sie langweilen mich, Herr Professor, ich hab Zahnweh! Zuhören Sie, Sie Quastenpudel! Meinetwegen, ja, ja, weiter, weiter. Was die einen von den anderen unterscheidet einerseits, was sie andererseits vom Spanischen mit einem Esch, ihrem Mutterstamm, unterscheidet, das ist... das ist was? Das ist etwas Unaussprechliches. Etwas Ungeheuerliches, das man erst nach sehr langer Zeit entdeckt und mit sehr viel Geduld und mit sehr großer Mühe. Ach ja, Fräulein, dafür gibt's keine Regel. Man muss ein Gefühl dafür haben, das ist alles. Aber um es zu bekommen, muss man studieren, studieren und nochmals studieren. Zahnweh.
Trotzdem gibt es ein paar präzise Fälle, bei denen die Worte der einen und die Worte der anderen Sprache verschieden sind. Ich gebe Ihnen da ein Musterbeispiel. Der berühmte neospanische Ausdruck in Madrid, mein Vaterland ist Neospanien, wird dem Italienischen zu, mein Vaterland ist... Neospanien. Nein, mein Vaterland ist Italien. Nennen Sie mir also die einfache Ableitung, die sich daraus ergibt. Was heißt Italien auf Französisch? Zahnweh. Das ist doch trotzdem so einfach. Für das Wort Italien haben wir auf Französisch das Wort Frankreich. Das ist die ganz genaue Übersetzung. Mein Vaterland ist Frankreich. Auf Orientalisch heißt Frankreich Orient. Mein Vaterland ist der Orient und Orient auf Portugiesisch Portugal. Die orientalische Bezeichnung mein Vaterland ist der Orient heißt also in dieser Ableitung auf Portugiesisch mein Vaterland ist Portugal und so fort. Ja, schön, ich hab weh. Zahn, 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 ich werde Ihnen den Zahn ausreißen. Aua, mein Zahn. Ruhe, ich werde Ihnen die Hirnschale einschlagen. Versuchen Sie es doch, Sie Hirnschaleneinschläger. Oh. Seien Sie also gefälligst ruhig. Kein Wort mehr. Zahnweh. Das... Wie könnte ich mich nur ausdrücken? Paradoxon ist, ja, ja, das ist das Wort, das Paradoxon ist, dass eine Menge Leute, die der eigentlichen Bildung völlig entbehren, diese verschiedensten Sprachen sprechen. Hören Sie zu, was habe ich eben gesagt? Diese verschiedensten Sprachen sprechen, hören Sie zu, was habe ich eben gesagt? Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Die Leute aus dem Volk sprechen Spanisch, das sie mit neospanischen Worten garnieren, deren Sinn sie selbst nicht verstehen und glauben dabei Lateinisch zu reden. Oder aber sie sprechen Lateinisch und garnieren es mit orientalischen Worten und meinen Rumänisch zu reden. Oder sie sprechen Spanisch und garnieren es mit neospanischen Worten und meinen Sartanapalisch zu reden. Oder Spanisch. Begreifen Sie überhaupt, was ich sage? Ja, 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 was wollen Sie denn noch? Nur nicht unverschämt, mein Herzchen, oder Sie sollen mal sehen. Aber das tollste, Fräulein, leisten sich die, die das auf Lateinisch sagen, was sie dann für Spanisch halten. Wie kommt es denn zustande, dass die Leute im Volk sich untereinander derartig gut verstehen und doch nicht wissen, welche Sprache sie eigentlich sprechen? Ja, sie meinen sogar, dass jeder eine andere spricht. Ja, das frage ich mich auch. Das ist doch einfach eine Kuriosität, eine der vielen Kuriositäten, auf die man im gemeinen Volk so leicht stößt. Doch ist dies keinesfalls mit der Erfahrung zu verwechseln. Es ist eine Paradoxie, eine der Sonderbarkeiten der menschlichen Natur überhaupt. Es ist nichts weiter, um es kurz in ein einziges Wort zu fassen, als der Instinkt. Es ist der Instinkt, um den es sich handelt. Ja. Gucken Sie doch nicht der Fliege nach. Während ich mich so um Sie abmühe, passen Sie gefälligst auf nicht. Ich will den Doktor machen. Ich habe meinen, und das schon lange, auch meinen zweiten Doktor, meinen Superdoktor sozusagen und mein Superdiplom. Begreifen Sie denn immer noch nicht, dass ich nur Ihr Bestes will? Zahnweh. Schlecht erzogen, nichts anderes, aber das geht so nicht. Nicht so, nicht so, nicht so. Ich folge Ihnen. Aha. Um zu lernen, wie man die verschiedenen Sprachen voneinander unterscheiden kann, sagte ich schon, gibt es nur eins, nämlich die Praxis. Sehen wir sie doch einmal durch, der Ordnung halber. Ich werde versuchen, Ihnen sämtliche Übersetzungsmöglichkeiten eines einzigen Wortes beizubringen, des Wortes Messer. Ganz wie Sie wollen. Nach allem. Marie, Marie, warum kommt sie denn nur wieder nicht? Marie, Marie, schauen Sie doch. Marie, 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 was soll denn das heißen? Warum kommen Sie denn nicht? Wenn ich Sie doch rufe, Sie kommen sollen, haben Sie zu kommen. Hier befehle ich. Verstanden? Die begreift nichts, die da... Sie begreift gar nichts. Regen Sie sich doch nicht so auf, Herr Professor. Nehmen Sie sich zusammen. Sie gehen zu weit. Sie gehen entschieden zu weit. Ich weiß schon selbst, wenn ich aufzuhören habe. Das heißt es immer. Das erlebe ich nur nie. Zahnweh. Na, da haben wir es. Es geht schon los. Das Symptom ist da. Was für ein Symptom? Erklären Sie sich. Was wollen Sie damit sagen? Ja, was wollen Sie damit sagen? Zahnweh. Das Endsymptom. Das große Symptom. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn.
Gehen Sie doch nicht so einfach fort. Wenn ich Sie rufe, rufe ich Sie doch nicht umsonst. Suchen Sie mir das spanische Messer, das neospanische, portugiesische, französische, orientalische, rumänische, sartanapalische und spanische Messer. Zählen Sie nicht auf mich! Ach so. Da haben wir eins, liebes Fräulein. Da haben wir ein Messer. Schade, dass wir nur das haben, aber wir wollen gemeinsam versuchen, dass es für alle Sprachen dient. Es genügt, wenn Sie das Wort Messer sagen, und zwar in allen Sprachen. Dabei blicken Sie unentwegt auf den Gegenstand, ganz nah, möglichst starr, und Sie stellen sich dabei vor, dass es zur Sprache gehört, deren Wort Sie gerade aussprechen. Zahnweh! Also sagen Sie meh, wie meh? Sir, wie Sir, und schauen Sie hin, behalten Sie es ganz starr im Auge. Das ist was? Französisch, Italienisch, Spanisch? Das ist nicht wichtig, das geht Sie nichts an. Sagen Sie meh. Meh. Sir, hingucken. Sir. Weiter. Ach nein, Quatsch, ich habe genug davon. Und ich habe Zahnweh. Die Füße tun mir weh. Der Kopf tut mir weh. Sagen Sie meh, Sir. Meh, Sir. Nein, ich habe Ohrenweh. Mir tut überall alles weh. Ich werde sie dir ausrupfen, deine Ohren, dann tun sie dir auch nicht mehr weh, mein Herzchen. Ach so. Sie tun mir weh. Immer schön hersehen, schön wiederholen. Meh. Ach, wenn Ihnen so dran liegt. Meh? Messer? Das ist wohl Neospanisch. Wenn Sie wollen, ja, es ist Neospanisch, aber rasch, rasch, nicht unterbrechen, wir haben keine Zeit. Ach. Meh, Sir. Meh, Sir. Meh. Sir. Ach, es tut mir so weh. Sir. Mein Sir. Kopf. Meh. Meine Augen. Meh. Sir. Schön sagen. Meh. Sir. Meh. Alles tut mir weh. Meh. Sir. Meine Kehle, Meh. Mein Hals, Meh. Meine Schultern, Meh. Meine Brust. Sir. Meh. Sir. Meh. Meine Hüften. Meh. Sir. Meine Meh. Schenkel. Sir. Deutlich aussprechen. Meh. Meh. Sir. Mein Meh. Hals. Sir. Messer, meine Schultern, Messer, meine Arme, Messer, meine Brust, Messer, meine Hüften, Messer, Messer. So ist's gut. Jetzt sprechen Sie gut aus. Gut. Messer, meine Brust, mein Leib. Aufpassen, das Messer tötet. Ja, ja, das Messer tötet. So. Verdammte Schweinerei. Ach, das war gut. Das hat mir gut getan. Ach, was bin ich müde. Und ganz außer Atem. Ach, was habe ich da getan? Gnädiges Fräulein, ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, unsere Stunde ist zu Ende. Sie können jetzt gehen. Na, Sie zahlen eben das nächste Mal. Ach du meine Güte. Sie ist tot. Tot. Marie? Marie, ach liebe Marie, kommen Sie doch schnell, schnell! Ach. Marie? Nein, nein, kommen Sie lieber nicht. Nein, ich habe mich geirrt. Ich habe sie nicht nötig, Marie. Ich habe sie nicht nötig, verstanden. Ich habe sie nicht nötig, Marie. Na? Jetzt sind Sie wohl mit Ihrer Schülerin zufrieden. Hat sie viel von der Stunde profitiert. Ja, die Stunde ist zu Ende, aber sie ist noch da. Sie will nicht fortgehen. Allerdings. Das war nicht ich. Das war nicht ich, Marie. Nein, ich schwöre es Ihnen, ich war es nicht, Mariechen. Aber wer denn? Wer denn sonst? Ich? Ich weiß nicht, vielleicht. Oder die Katze? Möglich, ich weiß es nicht. Und das schon das vierte Mal heute. Und so Tag für Tag immer das Gleiche. Schämen Sie sich denn nicht? Sie in Ihrem Alter? Sie machen sich noch krank. Die Schülerinnen werden nicht mehr kommen. Das ist ja eine nette Aussicht. Das ist nicht meine Schuld.
Sie wollte nicht lernen. Sie war ungezogen. Eine schlechte Schülerin. Sie wollte nicht lernen. Lügner. Ah! Na, Sie kleines Mörderchen. Sie Schwein. Sie Widerling. Tun Sie das Messer wieder an seinen Platz. Los! Ja, ich habe es aber nicht absichtlich gemacht. Sie getötet. Tut es Ihnen wenigstens leid? Ach ja, Marie, ich schwöre es Ihnen. Sie dauern mich. Na, warten Sie mal. Sie sind ja trotzdem ein ganz netter Kerl. Man muss halt versuchen, die Sache einzurenken. Aber fangen Sie ja nicht mehr damit an. Das kann zum Herzschlag bei Ihnen führen. Ja, Marie. Was soll man denn jetzt machen? Sie beerdigen. Mit den 39 anderen zusammen. Das macht 40 Särge. Wir müssen meinen Geliebten anrufen, den Pfarrer, und dann Blumenkränze bestellen. Nur nicht zu teure Kränze. Sie hat ihre Stunde nicht bezahlt. Machen Sie sich nicht unnötig Sorgen. Man muss sie fortschaffen. Ach, die sitzt ja so unanständig da. Ach ja, Maria. Aber die Leute werden sich wundern, wenn man fragt, was da drin ist. Machen Sie sich doch nicht so viel Sorgen. Man sagt eben, die Särge sind leer. Die Leute fragen auch nicht. Die Leute sind schon daran gewöhnt. Danke, Marie. Ja, so kann ich, glaube ich, ganz ruhig sein. Ach, Sie sind wirklich ein treues und anständiges Mädchen, Marie. Naja, schon gut. Das hätten wir geschafft, Herr Professor. Ja, Mariechen. Und jetzt fort mit ihr. Oh, helfen Sie mir, bitte. Aber Vorsicht, Vorsicht. Tun Sie ihr bitte nicht weh. Oh. Ja, sofort. Die hat es aber eilig. Immer mit der Ruhe. Ich komme ja schon. Guten Tag, Fräulein. Sie sind bestellt? Sie kommen doch zur Stunde, nicht wahr? Ja, zur Stunde. Sie werden schon erwartet. Ich melde Sie beim Herrn Professor. Bitte sehr. Treten Sie doch bitte ein, Fräulein.